Auf der Kinderstation kümmert sich Schwester Selvia in der heutigen Nachtschicht um einen Patienten, dessen scheinbar harmlose Verletzung zu einem ernsten Problem wird. Guten Abend. Hallo, guten Abend, Schwester. Boah, ich bin gerade in die Hilfe. Ja. Beim Basketballspiel von Kameraden einen Ball auf den Kopf bekommen. Ja, ja. Und jetzt hat er ja Schmerzen und ich. Nils, hörst du mich? Und ich habe das Gefühl, nicht richtig. Das war Nils. Nils. Okay. Nils. Hör mal, so, hol mal besser mal den Martin, ja? Wir würden jemanden einfach in den Behandlungsraum bringen. Ja, kommen Sie am besten. Ich habe schon seine Mutter angerufen, ja, meine Tochter. Ich bringe dich jetzt in den Behandlungsraum. Ich bin Schwester Selvia, ja? Der Nils war im Wartebereich. Als ich auf ihn zuging, war ich erstaunt darüber, als ich ihn rief, dass er nicht auf mich reagiert hat. Es ist völlig normal, dass Kinder vor sich hinträumen. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Er war noch sehr jung. Aber als ich ihn noch mal gerufen habe, reagierte er immer noch nicht. Und dann bin ich auf ihn zugegangen und als ich ihn berührte, erschreckte er richtig. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas Medizinisches sein kann, doch sehr groß gewesen. Guten Abend, nicht erschrecken. Ich bin hier der diensthabende Kinderarzt. Das ist der Nils. Ich bin der Dr. Fleming und du bist der Nils. Tag. Sie sind die Marie-Louise Löscher. Sie sind die Omi. Die Omi. Gut. Nils, erzähl, was gibt es denn hier für ein Problem? Setz dich mal langsam da drauf. Mach mal ganz langsam. Hallo, hier ist noch die Mutter von Nils. Ach, die Mama. Auch die Mutter ist. Erstmal können Sie Ihren Sohn in den Arm nehmen und Knüddelchen abknuddeln. So. Schön, dass du da bist. Und jetzt, ich bin der Dr. Fleming. Hab hier das Vergnügen, bin der Kinderarzt. So, jetzt erzähl, du bist. Was ist da passiert? Kannst du mir das erzählen? Ja. Ich habe einen Ball auf den Kopf gekriegt. Ball. Ich habe meinen Mitschülern gehört, also die mit mir spielen. Die hast du nicht gehört. Was haben die? Haben die gerufen? Vorsicht, der Ball kommt oder was? Oh, das hast du nicht gehört. Ich war aber dabei und hab's gehört und er hat's leider nicht gehört. Ah. Ja, und dann hat er den Ball am Kopf gekriegt. Das tut mir so leid, Schatz. Hast du denn Kopfschmerzen jetzt? Nein. Tut dir irgendwas sehr weh, sehr schwindelig? Musst du spucken, erbrechen? Nein. Nee. Gib mir mal deine Hände. So, und gib mir mal die andere Hand. Und jetzt drück mal richtig, so doll du kannst. Wie ein Mann, komm hier. Oh, das tut weh. Okay. Dann dreh mal den Kopf nach links. Primär war der Verdacht, dass es sich beim Nils um eine Gehirnerschütterung handelte, weil der Ball ihn wohl mit voller Wucht erwischt hat. Die Untersuchungen aber bei uns im Untersuchungszimmer ergaben eigentlich keinen Anhalt für eine Gehirnerschütterung. Die neurologische Untersuchung war unauffällig. Auch die gesamte Motorik und Pupillomotorik waren in Ordnung. Umso mehr waren wir dann überrascht, dass etwas ganz anderes in den Vordergrund sich dann spielte. Also, jetzt habe ich irgendwas rausgehört. Mit dem Hören ja, ist irgendwas gehört, oder. Die Jungs, seine Kameraden, seine Sportkameraden haben ihn angerufen, der Ball kommt und ist einfach so durch die Gegend gelaufen. Können Sie sowas nachvollziehen zu Hause, dass der in der letzten Zeit schlecht hört? Ja, oder ist das jetzt dieses akute Ereignis, was zu dem geführt hat? Also, naja, gut, der ist jetzt in einem Alter, wo ich denke, naja, manchmal hat er vielleicht auch einfach keine Lust. Ne? Ja, das haben wir ja alle mal nicht. Ne? Jetzt, wo Sie es sagen, ja, schon, so seit 2-3 Wochen. Ist doch schon ein bisschen auf. Mhm. Pass mal auf, drehst du dich mal einfach mit den Beinen da auf die andere Seite rüber. Ich will mal eben mal so, genau, ich will mal was. Pass mal auf. Hörst du das? Gut. Und jetzt mache ich mal noch mal. Hörst du das? Mhm. Ja. Und hörst du das? Mhm. Bereits der kurze Hörtest zeigt, das Gehör auf der rechten Seite ist tatsächlich stark beeinträchtigt. Und auch die Untersuchung mittels des sogenannten Otoskops gibt Anlass zur Sorge. Also, das rechte Ohr ist nicht in Ordnung. Das ist eine Mittelohrentzündung. Hat er eine Mittelohrentzündung? Er hatte vor 2,5 Wochen ungefähr eine Mittelohrentzündung. Och, ich mache mir eben ganz kurz einen Abstrich, einen kleinen Blick, damit ich den Eiter, den ich da habe, mal untersuchen kann. Gut, sehr tapfer. Und ich wollte nicht kein Antibiotika geben, weil ich das. Sie! Wer entscheidet denn? Der Arzt, die Mama? Sagen wir so, der Arzt hat natürlich Antibiotikum verschrieben, aber
Hallo. Ne? Früher hat man es auch nicht gebraucht. Also ich gebe und meine Mutter hat gesagt, oh, bitte, bitte, versuch's erst lass mal so. Und, erst mit dem und es wurde auch besser. Versuchen. Wer hat das festgestellt, dass es besser geworden ist? Sie, Ihr Kinderarzt? Lass mal die Temperatur nicht erschrecken. Sie haben das, also er hat ja. sich... Er hat gesagt, es tut nicht mehr so weh. Gut. In der Zeit vor dem Antibiotikum gab es viele Hausmittel, die man früher einsetzte. Unter anderem das Zwiebelsäckchen, was den Schmerzen bei Einzelnen in Einzelfällen schon genommen hat. Oder auch die Bestrahlung des entzündeten Ohr mit einer Wärmelampe. Das Ganze ist aber vor allen Dingen die Wärmelampe kontraproduktiv, weil er eine Entzündung dadurch nur noch mehr Unterhalt bekommt. Und die Bakterien oder Viren sogar vielleicht noch besser wachsen. Tut mir leid, ich wollte das nicht. Ach, das guck mal so an, leid. Hier ist auch ein ganz bisschen, oh, sehen Sie das? Ach du lieber Gott. Leicht gerötet. Also ich will jetzt, das Ganze riecht ein bisschen nach einer Entzündung, die sich ausgebreitet über das Ohr, über das Mittelohr, auf den Knochen, der hinter dem Ohr ist. Das könnte eine sogenannte Mastoiditis sein. Das ist Entzündung eines Knochens. Ich zeige es Ihnen mal kurz. Wir haben hier so ein Foto. Das ist dieser Knochen, der das Schläfenbein darstellt. Und dieser Knochen hier, der ist ja direkt an dem Ohreneingang. Ja? Und wenn dann sich das Ohr entzündet hat, das Mittelohr, und die Entzündung kann nicht richtig raus, dann kann es schon passieren, dass über einen kleinen Gang das in den Knochen abstrahlt. Ach du. So, und das ist scheinbar der Beginn. Die Mittelohrentzündung kann so gefährlich werden, weil es eben ein kleiner Raum ist, in dem eine Entzündung stattfindet. Und der Raum kann schnell gesprengt werden und das kann eben auf andere Strukturen übergehen. Wie zum Beispiel eben auf das Mastoid oder dann auch auf weitere Gehirnstrukturen. Und man muss eben auch Hirnhautentzündungen befürchten. Deswegen ist eine Mittelohrentzündung mit großer Vorsicht zu genießen. Ich brauche eine MRT. Ja. Wir müssen ein MRT machen, um zu sehen, ob sich dieser Knochen, wo ich das vermute, sich wirklich entzündet hat, ob da auch Ei dahinter sitzt, ob es eine Mastoiditis ist. Ja. Das ist ein Knochen, der eben hinter dem Ohr sitzt und so schwammig ist, wie so ein Schweizer Käse fast, so ein bisschen löchrig. Und da kann dann der Eiter reinlaufen, sich entzünden. Und dann geht es ihm eben wirklich nicht gut. Das ist fraglich davor jetzt, weil es noch minimal gerötet ist. Aber bitte, naja, wir wollen jetzt nicht... Und wann machen Sie das jetzt, das MRT? Das MRT wird morgen früh gemacht, nicht? Also die überraschend dann festgestellte Fehlhörigkeit, die massiv sogar war im Reich des rechten Ohres, ließ dann auch daran denken, dass sich es um eine Mastoiditis handeln könnte, weil auch hinter dem Ohr eine Zone, in dem der Bereich ist, leicht gerötet war. Zum Glück noch nicht angeschwollen. Und von daher waren diese Ohrenprobleme sehr ernst zu nehmen, weil ernste Folgen zu befürchten waren. Und eine Mastoiditis kann dann nur durch einen Kernspin, durch einen MRT eindeutig gesichert werden. Also wir sehen uns spätestens morgen früh, wenn er zum Kernspin okay. geht. Also wir werden alles anmelden. Und wenn akut irgendwas ist heute Nacht, sind wir ja da. Ja, dann melden wir uns. Das ist ganz lieben Dank. Der Fünftklässler wird stationär aufgenommen und noch ist unklar, ob ihm ein dauerhafter Verlust seines Gehöres droht. In der Nachtschicht von Schwester Selvia und Kollegin Anna sorgen dann jedoch zwei andere Patienten für Aufregung. Heute oder morgen die letzte? Guck mal bitte. Nee, die sind abgesetzt. Brauchst du nicht mehr stellen für morgen. Hilfe. Ist das die Anne, die da brennt? Hier, es brennt. Bleib bitte hier draußen, ja? Chantal, Chantal. Bleib mal hey, hier. Was passiert? Ich weiß nicht. Wie, du weißt nicht? Geh mal bitte raus. Ich hab das Kissen brennt. Guck mal, das Kissen ist brennt. Ich steck alle raus hier. Das Telefon hat gebrannt. Komm, lass uns mal hier rausgehen. Ja. Hier ist aber kein Feuer mehr. Nein, ist kein Feuer mehr. Okay. In den modernen Handys, in den Smartphones, sind Lithium-Akkus enthalten. Und werden diese überhitzt, verbrennt das Lithium mit einer Temperatur von über 1000 Grad. Komm du mal mit mir, komm mal. Das war mein Handy, das war mein Handy. Ich hab eben noch gechattet mit meinen Freunden, weil hier ist es so langweilig. Und dann du hast gechattet. War der Akku leer und ich hab's unter das Kopfkissen gelegt. Weil Chantal, ich, sie meint nicht, da will ich Chantal, weiter schicken. Hallo. Ja. So, erstens, für jemanden, der so handyerfahren ist wie du, solltest du wissen, dass man das Handy nicht unter das Kopfkissen legt und dann an Strom anschließt. So, bist du dir eigentlich darüber im Klaren, was du hier hättest anrichten können? Wir sind hier ein Krankenhaus. Weißt du, was das bedeutet?
dass die Feuerwehr auf dem Weg hier hingekommen wäre und. Das ganze Haus muss evakuiert werden. Weißt du, wie viele kranke Menschen in diesem Haus sind und was für unterschiedliche Krankheiten die haben? Ja, die kriegst du nicht mal eben hier raus spaziert. Kann man das denn reparieren? Chantal, dein Telefon interessiert mich gerade überhaupt nicht. Ja? Ich bin froh, dass das nur ein kleiner Brand war, obwohl es schon schlimm genug ist. Ja? Was Chantal angeht, ist es schon so, dass ich auch im Vorfeld sie mehrmals gebeten habe, das Telefon mal beiseite zu legen. Jedes Mal, wenn wir in das Zimmer reingegangen sind, war sie immer mit dem Telefon beschäftigt und die hat das Ding nicht einen Moment mal aus der Hand genommen. Und dann muss man auch sagen, ist natürlich sehr unglücklich, weil gerade diese Gefahren immer im Raum standen. Wir sind ein Krankenhaus, ist es natürlich wirklich Pech, dass dann ausgerechnet dann noch so ein Brand verursacht wurde, weil sie das Telefon aufgeladen hat und dann noch unterm Kopfkissen deponiert hat und eingeschlafen ist. Also das ist wirklich sehr gefährlich. Und da blieb mir nichts anderes übrig, als diese Dame wachzurütteln. Und da fehlte mir auch wirklich jegliches Verständnis. Ja, es tut mir leid. Ich hoffe, dass dir das leid tut. Ja, wirklich. Ja, und das nächste Mal, und komm nicht auf die Idee, von deiner Freundin oder deinen Eltern oder irgendwem dir ein Handy hinbringen zu lassen. Du wirst hier kein Handy in deinem Zimmer mehr haben. Okay? Ja, einverstanden. Wie sehen denn die Hände aus? Gut, zeig mir mal deine Hände jetzt. Ich soll gleich mal gucken, was wir da machen. Ja, komm, lass uns mal rein, wir verbinden deine Hände. Und für dich brauchen wir auch ein neues Zimmer, ne? Setz dich am besten mal hier hin. So. Die Chantal und die Anne haben wir aus ihrem Zimmer rausgenommen, wegen dem starken Rauch. Konnten sie in dem Zimmer natürlich nicht bleiben. Wir haben sie direkt in ein anderes Patientenzimmer gebracht und Chantals Verbrennung haben wir direkt versorgt. Es geht ihr gut. Trotz alledem müssen wir die beiden noch beobachten, weil wir eine leichte Rauchvergiftung nicht ausschließen können. Die Patientinnen haben den gefährlichen Zwischenfall glücklicherweise unbeschadet überstanden. Am nächsten Morgen stehen die radiologischen Untersuchungen für den Schüler an, bei dem eine gefährliche Gehörentzündung vermutet wird. Doch der Zustand des Jungen hat sich offenbar verschlechtert. Ich wollte dich eben noch mal kurz angucken, bevor du in das MRT gehst. Was ist mit dir los? Kannst du da netterweise mal eben vorne für einen Moment rausgehen und bitte. Ich will den noch mal angucken. Genau. Ja, nimm mal Portemonnaie mit. Gut. Vielen Dank für Verständnis. Nils, was ist los? Was kann ich für dich tun hier? Hey, wo bist du? Geht's dir nicht gut? Der ist total verschwitzt. Temperatur? Du willst dich gar nicht untersuchen lassen. Morgen. Ach, guten Morgen. So, guck mal, da ist die Mama. Die Mami ist da, die Omi ist da. Also der ist heute quer. Ich weiß noch nicht. Ich wollte ihn mal angucken, der hält sich fest. Ich kann ihn gar nicht irgendwie mal umstimmen. Ist ja ganz eigentlich heiß. Kann ich das sonst mit Kindern eigentlich ganz gut, aber heute will der mich nicht. Hast du Schmerzen? Hast du keinen? Du hast Schmerzen. Aber ja, gestern war doch alles gut. Wo hast du denn Schmerzen? So, am Ohr, siehst du? Oh, als ich morgens Nils untersuchen wollte, war er total wehrig und wollte sich nicht von mir untersuchen lassen. Den Grund wusste ich nicht auf Anhieb, aber er hatte Schmerzen. Das hat er mir dann auch zugegeben und vergesellschaftet mit dem hoch gewordenen Fieber, war der ganz dringende Verdacht jetzt doch da Mastoiditis. Und deswegen musste das MRT relativ schnell jetzt durchgeführt werden. Sollte sich die Vermutung bestätigen, könnte sich die Infektion im Schädel weiter ausbreiten. Etwas später liegen die MRT-Bilder vor. Doch wieso der 10-Jährige zuvor angeblich keine Schmerzen hatte, bleibt Dr. Fleming weiterhin unklar. Ja, das ist, wie ich es befürchtet habe. Der hat diese Mastoiditis. Und zwar ist dieser Knochen, den ich Ihnen gestern gezeigt habe, der ist mit Eiter voll und ist total entzündet. Das kann man hier auf dem MRT-Bild sehen. Okay. Nils, jetzt mal ganz ehrlich, weil es ganz wichtig ist. Du hast das vorhin hier angedeutet, du hast schon mehrere Tage Ohrenschmerzen, ne? Ja. Anders kann man das nicht erklären, deswegen müssen wir jetzt relativ schnell tätig werden. Es musste sehr dringend operiert jetzt werden, weil eine Mastoiditis auch sich schnell ausbreiten kann in andere Hirnstrukturen. Dass eine Hirnhautentzündung noch folgen kann. Aus dem Grund muss man jetzt schnell ran und das muss von außen operiert werden, um den Eiter auch wirklich aus dem Entzündungsbereich zu entfernen. Nils, jetzt muss ich dich noch mal fragen. Warum hast du uns denn das mit den Ohrenschmerzen nicht irgendwie rechtzeitiger gesagt? Wir haben so viel Zeit dadurch verloren. War da irgendwas Besonderes? Wegen den Zwiebelsäckchen. Wegen der Zwiebelsäckchen? Ja. Warum? Weil die hast du
nicht gerne gerochen oder warum? Ja, ich konnte mich dann nicht so bewegen. Ich habe das gemacht. Ich war das schuld, Schatz. Es tut mir so leid. Ich habe gedacht, das hilft dir. Das ist so ein altes Rezept. Ja, das ist auch so ein altes Hausrezept. Ja, und da habe ich gedacht, ich helfe dir. Das wollte ich alles nicht, dass das so passiert. Ja. Aber du wirst wieder fit. Gerade bei Kindern sollte man schon den Arzt aufsuchen, um wirklich sicher zu gehen, dass nichts Ernstes ist. Ne? Auch wenn die Oma ein Heilmittel hat, das ist so üblich, dass die Omis immer so ein Geheimrezept haben. Sie hat sich auch da wirklich Vorwürfe gemacht, aber für die Zukunft ist es doch besser, immer mit dem Arzt sich zusammenzutun. Der Schüler hatte großes Glück, dass seine Infektion doch noch rechtzeitig entdeckt wurde. In einem kurzen Eingriff ist der Entzündungsherd entfernt worden und er konnte 3 Tage später entlassen werden. Sein Hörvermögen hat sich dank Antibiotika wieder vollständig erholt.